Ich begrüße auf der Bühne Emre, Dorothea, Luis, Konrad, Benedikt, Leonie und Jona. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über unser Projekt My Event World. Ein Eventkatalog. Jetzt kommen wir zu unserer Fragestellung und zwar das Problem ist, gehört natürlich auch zur Fragestellung und zwar wie komme ich an für mich relevanten Veranstaltungen? Das bedeutet, vielleicht möchte ich irgendwie ein neues Hobby kennenlernen, neue Freunde, vielleicht möchte ich mich auch einfach nur weiterbilden. Und dafür versuchen haben wir eine Website entwickelt, die da Abhilfe schafft. Genau, unsere Idee, um das eben umzusetzen, war, dass wir alle Bildungsveranstaltungen an einem Ort sichtbar machen, das heißt in diesem Fall unsere Website, dass wir auf dieser Website Filter zur Personalisierung haben, damit man auch wirklich nur die Veranstaltungen sieht, auf die man auch wirklich Bock hat und dass dann dort auch direkt der Veranstaltungsort, Zeit und Thema angezeigt wird. Unsere Probleme waren, dass Open Data in Deutschland ziemlich schwierig sind, die Netzwerkprobleme und Probleme mit unserem Server. Um das Ganze umzusetzen, haben wir im Frontend, also das, was man am Ende sieht, SvelteKit, Node.js, TypeScript, JavaScript, HTML und CSS verwendet und im Backend, also die Technik hinten, Python und SQLite und Docker. Und für die Kategorisierung der Einträge haben wir eine KI verwendet und unsere Daten haben wir erstmal aus einem Open Data API von Köln und Bonn. Dann haben wir noch ein Bild und zwar die ganzen Sprachen, die wir genutzt haben, nochmal mit einem Prozentwert, wie viel wir von dieser Sprache genutzt haben. Da haben wir einmal Python auf dem ersten Platz mit über 50%. Dann haben wir Svelte mit 36,0%, dann JavaScript mit 6,4%, HTML mit 2,5% und TypeScript mit 1,6%. Ja, dann natürlich, am Anfang eines Projektes muss man immer eine Art Konzept entwerfen. Wir haben erstmal ganz unten mit unserem Projekt angefangen. Dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal Frontend und Backend. Während das Frontend so das Design der Seite entworfen hat und auch ein bisschen aufgezeichnet hat, hat so das Backend sich darum gekümmert, die Daten zu besorgen und auch einen Webserver aufzubauen. Und schlussendlich sind die alle dazu gekommen, auch eine Datenbank aufzubauen, was eigentlich der Kernstück unseres ganzen Projektes ist, wo alle unsere Daten eben liegen. Und um diese Datenbank mit Daten zu füttern, brauchten wir einfach Web-Scraping, was jetzt weitergeht mit Emir. Ja, Web-Scraping und Data-Scraping. In diesem Projekt haben wir Data-Scraping verwendet, um die Daten aus der Köln Open Data API zu holen. Als erstes haben wir die Seite analysiert, um die Struktur der Data besser zu verstehen. Dadurch waren wir in der Lage, die Informationen zu extrahieren und im richtigen Format zum Backend rüberzuleiten. Die Ergebnisse unserer Arbeit seht ihr jetzt. Ja, jetzt kommen wir zur Live-Demo. Bauen wir kurz auf. Das ist eine Webseite. Hier in schöner Desktop-Ansicht. Da sieht man natürlich erstmal verschiedene Suchoptionen. Standardmäßig am Anfang werden einfach alle Events angezeigt, aber wir wollen ja ein bestimmtes Event haben, was zu unseren Interessen passt. Deswegen können wir jetzt hier etwas suchen, nach Stichwörtern zum Beispiel lesen und auch dann sehen wir zum Beispiel Lesewelten, ein Event. Da sieht man auch gleich schon, da gibt es so ein Tag-Symbol, nämlich, wie schon gesagt, die KI gibt jedem Event ein paar Tags und nach denen kann man auch sortieren. Da gibt es oben eine Einstellung zu Kategorien. Da können wir zum Beispiel Kunst und Kultur als Kategorie verwenden. Durch ein weiteres Drücken auf Suchen wird dann nur noch Kunst und Kultur gefiltert und zum Beispiel hier Zauberwürfel lösen und auch Lesewelten. Weil man natürlich aber auch nicht zu Events gehen möchte, die irgendwie an der anderen Seite Deutschlands sind, kann man noch nach Orten suchen und die halt oder in der Nähe von einem sind. So, jetzt hier sind das natürlich nur Daten bisher aus Köln, deswegen funktionieren eigentlich alle Standpunkte.
Ein nettes Feature ist auch noch, dass die Webseite sehr responsiv ist. Das heißt, sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktop-Geräten sieht sie einigermaßen gut aus und sie passt sich auch automatisch dem Hell- und Dunkel-Theme des Betriebssystems an. Hier ist es jetzt zum Beispiel dunkel. Ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Problemen, die uns bei der Entwicklung erwartet haben. Ah, es gibt noch was, ja. Wir haben noch einen sehr schönen Kalender, nämlich wenn man ein schönes Event gefunden hat, wo man teilnehmen möchte und es nicht vergessen will, kann man das zu seinem eigenen Kalender hinzufügen. Da geht für alle großen Kalenderanbieter, gibt es da was? Und einfach draufklicken und dann sieht man hier schon gleich Standort, Titel und Datum werden gleich eingetragen und gespeichert im Kalender. Das war es jetzt wirklich. Warte. Da geht noch nicht weiter. Also wir haben noch ein bisschen. Das sind noch ein paar Screenshots und jetzt für die Zukunft wollten wir noch vielleicht so weiterarbeiten. Wir wollten noch Newsletter reinbringen und außerdem das Sortieren nach Altersklassen und Veranstaltungsformaten. So, jetzt kommt unser Online-Teilnehmer Anastasios dazu. Mal sehen, ob es hinhaut. Ich glaube, ich hoffe, man hört mich. Also wir hören etwas, okay. Das ist ganz von irgendwo. Jetzt haben wir ein Projekt mit vielen Umgesetzten, aber auch vielen Dingen, die Mensch verbessern kann. Und Teilzeit wollen wir uns noch also bei wie ihr es vielleicht auch also kennt, Yoshi, immer spinnt halt die Technik, und das Pascal, passiert hier als auch manchmal. Gesamten es gab ein paar Hindernisse, einen Online-Teilnehmer dabei zu haben, aber ich denke, wir haben es gut hinbekommen, da wir ja hier Anastasia auf dem Tablet immer überall hin mitgenommen haben. Wir haben ihn auch mit auf den Spaziergang genommen, mit an den Fluss und so weiter. Es gab zwar manchmal so ein paar Internetprobleme, aber die hatten wir ja auch schon bekannt gegeben, zum Beispiel das WLAN hier ist ein bisschen instabil gewesen, aber das hat uns nicht davon abgehalten, den Online-Teilnehmer überall hin mitzunehmen. Ja, wenn jetzt das noch technisch klappt, ansonsten müssten wir das überspringen. Okay, also es wird noch dran gearbeitet. Sonst... Okay, also im Stream wird Anastasio gehört. Okay, dann Emre, wird sie vorlesen. Wenn Anastasio sich im Stream bedankt hat, bedanke ich mich nochmal hier. Danke an Yoshi, Wolfgang und Pascal und das gesamte Jugendtech-Team. Vielen Dank.